Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir haben Oktober, der Sommer ist vorbei, der Herbst hat schon voll begonnen und es ist so, dass ich ein bisschen resümiert habe und geguckt habe, wie für mich so die Gartensaison war, was für mich positiv, wie generell war das Wetter bei uns. Ich habe das ja natürlich immer ein bisschen durchblicken lassen, aber im Gesamten gesehen. Und ja, in dieser Folge erwartet euch auf jeden Fall von mir noch eine Möglichkeit, nachhaltiger zu leben. Ich habe ein paar Tipps für euch. Und zwar könnt ihr aus der Natur gerade jetzt etwas benutzen, womit ihr eure Wäsche waschen könnt. Und das werde ich euch auf jeden Fall alles hier in diesem Video zusammenfassen. Außerdem, natürlich, klar, es geht um den Garten. Ich war wochenlang nicht hier, beziehungsweise natürlich war ich hier, aber eher ernten, habe nichts getan. Und ihr kriegt jetzt quasi die schonungslose Wahrheit, wie sieht denn so ein Garten aus, wenn man nichts tut. Ja. Ich werde euch jetzt ein paar Stellen im Garten zeigen, die nach wie vor für mich noch wunderschön sind. Und es gibt genug Pflanzen, an denen ich noch Riesenfreude habe. Da ist noch nicht zu kurz. Ich freue mich auch, dass wir Herbst haben, weil der Herbst bringt immer so wunderschöne Farben mit sich. Guckt euch die Bäume an, macht die Augen auf, wenn ihr durch die Weltgeschichte geht und genießt die schönen Farben, die der Herbst uns schenkt. Und ja, letztes Jahr hatten wir ja einen goldenen Herbst. Mal gucken, wie sich das dann in diesem Jahr entwickelt. Aber wir leben ja im Moment, im Hier und Jetzt, das ist wichtig. Und im Hier und Jetzt zeichne ich euch ein Video auf und werde euch noch zeigen, was hier alles so Schönes wächst, blüht. Und ja, vergesst nicht, die Nachhaltigkeitstipps, mir persönlich sehr wichtig, ihr könnt eine Menge Plastik sparen. Richtig viel. Wir können eine Menge Plastik sparen. Also du da draußen, falls dich ein bisschen angesprochen und angetriggert fühlst, guck das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Da wartet noch was auf euch. Vielleicht kennt ihr das auch schon. Ich persönlich kaufe kein Waschmittel mehr. Ich mache das komplett selber und habe dadurch jede Menge Plastik, was ich spare. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist echt toll. Und direkt auf der anderen Seite geht es auch schon los. Direkt vor meiner Nase war das jetzt. Guckt mal, die Sonnenblumen, die sind nach wie vor richtig schön und aktiv am Wachsen. Ja, richtig schön. Guckt mal. Da werde ich heute auch ein paar von wegnehmen, ehrlich gesagt. Normal möchte ich die in meinem Garten stehen haben, aber ich möchte jemandem eine Freude machen mit Sonnenblumen. Die finde ich auch wunderschön. Die ist voll klein. Da hängen auch noch ein paar mehr dran. Und die hier, die sehen schon alle ein bisschen anders aus. Da ist auch nichts Schönes. Doch, da eine kleine. Da haben wir zwischendrin kleine. Und wow, die ist ja nochmal groß geworden. Guck mal hier, ich komme jetzt hier nicht durch, die versperren mir den Weg. Aber da ist auch nochmal was im Kommen. Hier habe ich ja noch ein Feld, da habe ich ein bisschen Sachen ausgesät. Übrigens, dazu gibt es ein kleines Video. Jetzt kommt der Rückblick. Jetzt noch bei der Aussaat. Ihr könnt das sehen, so ein bisschen was vorbereitet. Hier vorne habe ich Gartenmelde drin. In dem Dreieck da vorne habe ich violette Möhren drin. Hier habe ich überall Radieschen drin. Zwei Reihen Spinat. Hier haben wir einmal Feldsalat. Hinter der Sonnenblume das Stück ist eine Kräuter-Vital-Mischung mit Salaten, Potluck, Red Giant, Green Giant, Asiasalate. Und dann habe ich hier an der Ecke nochmal Erbsen raus und Bohnen so im Dreiergrüppchen. Könnt ihr alles sehen. So, zurück in den Garten, ins Hier, im Hier und Jetzt. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was ich da vorne noch reingebracht habe. Jetzt kletter ich in die andere Richtung. Hinter mir seht ihr die Sonnenblumen, wo wir gerade waren. Und ja, hier ist eigentlich ganz viel für die Insekten. Rechts neben mir für die Wildbienen. Das wurde dieses Jahr auf jeden Fall fleißig genutzt. Steinpyramide. Ja, aber hier habe ich noch was zum Blühen und das wird auch gerade besucht, sehe ich. Da ist gerade eine Honigbiene aktiv. Hat sich gelohnt, das hier noch auszusehen. Echt ganz toll. Ich bin richtig glücklich. Da könnt ihr es auch sehen. Diese Pflanze kann man essen. Ja, ich habe ja schon mal in einem Video gefragt. Namen habe ich mir auch gemerkt, kurze Zeit, aber er ist mir schon wieder entfallen. Macht nichts. Das kann man essen. Wie gesagt, ich werde euch das eingeblendet haben. Super Ding. So, jetzt bin ich mal auf der Ecke von meinem Grundstück und werde mal von dieser Seite meinen Garten zeigen. Ich finde es voll schön nach wie vor. Ich freue mich mega über den Garten und selbst wenn man nichts tut, Riesenfreunde. Also Permakultur, ich kann euch das nur empfehlen da draußen. Ich werde jetzt mal kreuz und quer durch den Garten laufen. Also orientieren braucht ihr euch nicht. Ich glaube, da verwirre ich euch. Da bin ich eher wie ein Hund unterwegs in alle Richtungen. Das war ein kleiner Insider. Ja, ich laufe jetzt gerade zu den Tomaten. Die Tomatenzeit ist natürlich generell vorbei, aber ich hatte das Glück, diese Woche noch Tomaten naschen zu dürfen, weil da gibt es noch welche, die nachgereift sind. Und ich sehe auch noch ein paar
Hängen, die in Frage kommen. Vielleicht finden wir gleich noch was. An dieser Stelle schönen Gruß an die Ramona. Wir waren ja am Montag hier in meinem Garten und da gab es noch was zu naschen. Wir haben richtig leckere Tomaten gehabt. Das Problem dieses Jahr war bei den Tomaten, gerade im Vergleich zu letzten Jahr, natürlich Regen. Letztes Jahr war das ja nicht so mit Regen. Aber wir hatten hier oben im Norden auf jeden Fall seit August ohne Ende Regen, wenig Sonnenschein. Ich habe das in den Videos schon mal anklingen lassen. Und das hat natürlich mit sich gebracht, dass draußen die Tomaten nicht funktioniert haben. Aber mein Garten befindet sich im Aufbau. Ich habe mir das gemerkt. Ich lerne daraus. Und nächstes Jahr werde ich mal versuchen, an einer oder anderen Stelle mehr Richtung Dach noch wieder zu arbeiten. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass die Tomaten draußen funktionieren. Denn zuletzt, wie gerade schon erwähnt, sind ein paar nachgereift und die schmecken gut. Bei denen, die davor am Reifen waren, natürlich hier noch ohne Ende an den Pflanzen hängen. Ich habe das nicht weggenommen. War jetzt nicht so wichtig. Ist ja auch vorbei. Und ich habe gerade auch Wichtigeres zu tun. Ein paar da draußen wissen das. Das Problem bei den Tomaten, wenn es viel regnet, ist folgendes. Die Tomaten stellen sich darauf ein, bilden eine dickere Haut. Ja, also allesamt in der Regenzeit, die ich probiert habe, dann dicke Haut. Anfangs noch nicht, zu viel Sonne hatten. Da gab es natürlich einige, die echt gut schmeckten, aber mit der Zeit ja, war es vom Timing her schlecht. Aber so ist das, das gehört dazu. Das ist jetzt ein Erfahrungswert und ein sehr wertvoller Erfahrungswert. Also sie kriegen eine dicke Haut und wenn es viel regnet, geht der Geschmack flöten. Also sie werden richtig wässrig. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Oh, da sind Tomaten, die ich gleich naschen möchte. Oh, schön. Ja, so ist das. Kann ja auch mal draufhalten, während ich sabbel. Also da hängen überall noch Tomaten, genug mit Braunfäule und so, das ist alles offensichtlich, aber wir haben ja auch keinen Sommer mehr. Ich freue mich halt an allen Tomaten, die irgendwie noch kommen. Übrigens beim Mais, weil ich den gerade sehe, ne? Also da habe ich ja Mais. Und hier auch vorne noch bei den Sonnenblumen war ja Mais drin. Ihr seht ja, ne? Die sind klein. Und da habe ich tolle Zuschauerkommentare gekriegt, denn die Sonnenblumen und den Mais sollte man nicht zusammenpflanzen. Die bleiben klein, wie es aussieht, ja. Und da lernt man zu. Und dann wird das nächstes Jahr beherzigt und anders gemacht. Das Gute, die Maiskolben, es gab ein paar Maiskolben, die sich ausgebildet haben und somit konnte ich junge Maiskolben ernten und die haben echt, boah, die waren so lecker. Vielleicht kennt ihr die aus dem Glas, die kleinen, diese Naschkölbchen und so war das da auch. Da gab es auch ein paar größere dazwischen und ich war echt überrascht. Ein Kolben ist tatsächlich noch gelb geworden, also echt toll. Trotz dessen, dass das der Sommer war für einen Garten, gerade so für Pflanzen, wie Tomaten, Mais, muss ich nicht weiter erwähnen, ihr wisst, in welche Richtung das geht. Nicht die Gartensaison, die man braucht dafür, aber dafür sind andere Sachen gut gelaufen, Mangold top. Tomaten hatte ich trotzdem noch genug Spaß dran, ich habe viel geerntet, aber es ist natürlich auch viel, noch viel mehr verloren gegangen und damit muss man einfach leben und das ist auch okay. So, und schlechtes Wetter bringt natürlich auch andere Sachen mit sich. Ich konnte andere Beobachtungen machen. Ich hatte in meinem Garten definitiv eine Kellerasselplage, könnte man sagen. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Übrigens, dies hier ist ein Apfel, den habe ich schon eine Zeit lang hier stehen. Aber das ist so das Beispiel, wie es überall in meinem Garten jetzt über den Sommer aussah. Durch diesen ganzen Regen und die Feuchtigkeit. Die Kellerasseln haben sich richtig wohl gefühlt. Hier das Beispiel. Ding! Sorry, dass ich euer Haus gestört habe. Ihr habt gleich wieder Ruhe und ihr habt nichts zu befürchten. Aber das war so ein Beispiel. Guck mal, wie viel Kellerasseln und das habe ich halt überall gehabt. Ich bin jetzt hier gerade neben dem Kihu-Beet und steige da mal drauf. Und da könnt ihr sehen, da wurde fleißig genascht am Kohlrabi. Und das konnte ich überall im Garten entdecken. Ich habe die Mäuse auch direkt dran gesehen. Da hängen vielleicht noch andere Tiere dran, mit Sicherheit. Da wird mich bestimmt jemand da draußen belehren. Aber ja, das konnte ich überall beobachten. Wühlmäuse definitiv mehr in einem Permakulturgarten. Das wurde auch schon mehrfach gesagt. Und also überall, wo ich mich mit Permakultur beschäftigt habe, war Wühlmaus ein Problem. Für mich persönlich bisher überhaupt nicht, weil ich teile mein Essen auch gerne mit den Tieren. Also die gehören ja zu mir. Also wir müssen den ja, auch wenn es die Wühlmäuse ist, immer eine Frage der Einstellung. Und ich habe da gar keinen Ärger. Also ich habe null wütende Momente gehabt oder so. Ich hatte dieses Jahr nur einmal irgendwo was probiert mit Knoblauch, um sie ein bisschen fernzuhalten. Knoblauch funktioniert nicht. Praxis funktioniert definitiv nicht. Knoblauch gegen Wühlmäuse. Wer das noch denkt, bei mir hat es nicht funktioniert. Dann mal ein kleiner Schwenk hier über das Naturhochbeet. Hier mit den Grassoden. Man sieht, das ist alles voll. Klar, ich habe mich ja nicht gekümmert. Aber diese Geschichte hatte ich ja quasi vor Wochen auch schon mal. Und da habe ich innerhalb von 6 Stunden einen Tag und am nächsten Tag noch ein paar Stunden den ganzen Garten wieder hingekriegt, sodass ich nichts mehr tun musste. Gut, Unkraut jeden habe ich dann weggelassen. Das habe ich dann mal zwischendurch für eine kleine Neuaussaat dann gemacht.
Aber schaut euch das an. Mann, das ist das. Also ich erfreue mich so megamäßig an dem Garten. Das ist so eine Riesenfreude. Und da hängen auch noch ein paar Äpfel. Dann haben wir hier ja das Podest. Und beim Podest, da wir vorhin bei den Sonnenblumen waren, hier gibt es noch richtig schöne Sonnenblumen. Das sind die Demeter-Sonnenblumen. Richtig schön. Ist ja auch schon in meinen letzten Videos aufgetaucht. Letztes Jahr war bestimmt auch mal was bei. Und hier unten in der Ecke ist noch was gewachsen. Und zwar habe ich vorher schon mal recherchiert. Diesmal weiß ich das. Das ist eine Malve. Ist die nicht wunderschön? Kann man übrigens auch essen. Und da seht ihr einen Maiskolben. Da darf ich dann auch irgendwann bei. So sieht es dann aus der anderen Ecke aus. Ich stehe jetzt neben dem Podest und hier gibt es ja einen kleinen Weg, der da hoch geht. Und den werden wir uns jetzt mal schnappen, weil hier gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen. Hier haben wir noch die Jungfer im Grün. Das ist diese Pflanze hier. Da sieht man noch kleine blaue Blütchen. Da kann man jetzt auch wunderbar Saatgut ziehen. Hier bei den anderen, die ich euch vorhin gezeigt habe, vorne bei dem Blühstück, die da, das ist auch super Saatgut gerade. Da kann man das sehen. Das ist tolles Saatgut, aber ich habe davon schon jede Menge Geschenke gekriegt. Dann hier vorne, erinnert ihr euch? Namen wieder vergessen. Mit Z war das irgendwas. ich habe es noch auf der Zunge, jetzt will ich gerade nicht raus. Ja, heute ich und Namen, ihr wisst das ja sowieso. Mein Namensgedächtnis ist auf jeden Fall wie ein Sieb. Ich versuche mir mein Denken zu behalten, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe es besser mit Zahlen. Und dann gibt es hier noch die schöne Nachtkerze. Die Blüten kann man auch essen. Super lecker. Man kann davon Tee machen. Ich habe das in einem anderen Video schon erwähnt. Und das Allerschönste ist, duftet richtig gut. Ne? Also richtig schöne Sache. Rizinus wird immer größer. Also ich bin mal gespannt, wo sich das Ganze dann hin entwickelt. Aber es ist doch schon ein schöner Farbklecks und in der Größe. Und das habe ich gerade nicht festgestellt, die letzte Zeit nicht festgestellt. Hat das Ding nochmal eine andere Wirkung. Guckt euch mal die großen Blätter an. Ja, ich vergleiche mal mit meiner Hand. Die sind schon riesig, das habe ich vorher nicht gesehen. Mein Exemplar Rizinus ist eine giftige Pflanze, deswegen da gilt es noch zu überprüfen. Wie sieht es denn aus? Kann ich damit überhaupt was anfangen? Macht das in meinem Garten Sinn? Ja, dazu habe ich auch schon Antworten gekriegt. Wollte ich mir nochmal durchlesen. Habe ich jetzt gerade nicht abrufbar aus meinem Gedächtnis. Aber ist auch nicht wichtig. Ich weiß, wo steht. In euren Kommentaren. Und ihr seid übrigens mega, ne? Also ihr helft mir jedes Mal mega. Ich bin ja am Lernen. Ich kann viel Wissen schon weitergeben, als was ich so erlernen konnte. Und ja, ihr wisst ja, ihr habt es gesehen, das sind 1,5 Jahre. Ne, ja, jetzt ist es ein bisschen mehr. Im Dezember sind es 2 Jahre dann. Aber, ne? Also so erfolglos sieht das bei mir, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, ich kann sagen, das war schon sehr erfolgreich alles. Und hier ist der Baum, der Apfelbaum der Jungs. Da hängen noch jede Menge Äpfel drin. Und ich werde mir den Flo irgendwann schnappen von den Jungs aus der Tapas-Bar und werde da mal richtig geil Apfelmus machen und was ihm sonst noch so einfällt. Er ist ja der Kocher, hat noch irgendwas gesagt. Schauen wir mal, was das wird. Ich versuche euch das jedenfalls nicht vorzuenthalten. Ja. Ansonsten guckt euch das an, die Weide wächst ohne Ende, das mache ich mal ein bisschen Abstand. Die Weide wächst einfach echt riesig, guckt euch das an, das sind jetzt mittlerweile schon 6 Meter oder so, da oben, ganz, ganz oben. Ich werde immer laut, ja. Und unten haben wir noch überall Topinambur, das ist hier überall umgeknickt, da werde ich unten aus der Erde noch ernten können. Eigentlich wachsen die und blühen nachher so ein bisschen wie Sonnenblumen. Das ist dieses Jahr wieder nicht passiert. Letztes Jahr der gleiche Fall. Aber hier zwischen der Weide ist bis da nach oben und da sind ja auch. Also wenn ich die jetzt aufstellen würde, sind das bestimmt 4 Meter Topinambur von hier aus gesehen. Das ist schon eine Höhe. Ich bin echt überrascht. So, ich habe ja gesagt, ich will nochmal nach Tomaten gucken, die ich vielleicht naschen kann. Und ich habe ja auch ein bisschen was gesehen. Aber bevor ich da hingehe, hier stehe ich noch neben Tomatenpflanzen, das ist jetzt aber nicht ganz so wichtig, sondern das da, in dem Beet hier. Ich habe ohne Ende Sellerie. Guck mal, wie viel Sellerie da ist. Das ist echt krass. Und hier vorne den Porree, da kann ich noch die ganze Zeit fleißig ernten. Das ist echt toll. Der Kohlrabi nebenan sieht so aus. Ja, aber wie gesagt, zu den Tomaten. Ich kraxel gerade mal rüber. Und hier haben wir ja mein Naturzaun-Hochbeet. Ich gehe nochmal einen Ticken weiter zurück und zeige euch das mal, weil ich habe mega Freude an diesem Beet. Das ist so für mich, wow, alles wild. Ich habe das einfach mal machen lassen. Die Tomate hat sich ja mega ausgebreitet. Und da müsste ja eigentlich noch ein Tomätchen oder ein zweites zu finden sein. Da haben wir auch genascht, ne Ramona, erinnerst du dich? Die kleinen gelben oder so groß. So fast Tischtennisball groß, bisschen kleiner. Ja, und wir wollen mal einfach gucken, aber erst möchte ich euch das Beet zeigen aus verschiedenen Winkeln. Guck mal, ne? Kapuzinergresse, Tomate, da hinten ist Rhabarber und Mangold und ja, wie gesagt, Beinwell und Minze, Kräuter, alles Mögliche ist da drin.
Denn nochmal von hier, also ihr könnt das sehen, das ist gut für das Bodenleben da drin. Denn ja, der Boden ist geschützt von oben durch Pflanzen. Hier mega Beinwälder, haben wir noch Borage zwischen, könnt ihr das sehen? Hier Borage und das ist alles Beinwälder, das sind Riesenblätter. Wow. So, und dann auch nochmal gegenüber. Hier sieht es so aus. So, und jetzt bin ich gespannt. Tomaten sind dran, wie jetzt schon mehrfach angesprochen. Stativ. Hier sind wir dann da. Gut, gehen wir mal stöbern. Ich sehe schon was. Guck mal, die Tomaten werden nicht fertig, aber hier. So weit unten, ne? Keine direkte Sonne abgekriegt. Oh, da sind die Schnecken drauf. Okay, die lasse ich den mal. Mal gucken, ob wir noch mehr finden. Da unten auch ein bisschen was angeknabbert. Aber da sehe ich eine, die noch gut aussieht. Da ist noch eine. Guck mal. Die ist doch noch nicht angeknabbert. Das wäre so ein Exemplar. Die könnte noch schmecken. Wollen wir mal probieren. Da, es ist soweit. So sieht die jetzt aus. Wow, immer noch mega Geschmack. Die Pelle, ihr könnt das sehen, ist auch ein bisschen dicker. Tatsächlich. Aber der Geschmack ist noch nicht flöten gegangen. Ich bin überrascht. Also es gibt auch ein Mittelding. Wir haben nach wie vor Regen. Ja, boah, die ist lecker. Hammer lecker. Sanviva, geschmacklich super geil. Ramona, du stimmst mir ja zu. Du hast ja auch eine Rückmeldung gegeben, als du hier warst. Also da draußen Sanviva können wir euch empfehlen. Super lecker, echt super, super lecker. Ich muss weiter. Ich kann nicht zu vielen Tomaten naschen jetzt. Aber ich nehme mir gleich noch welche mit. Ja, aber Apfelbaum haben wir hier noch. Um den Apfelbaum habe ich mich komplett gar nicht gekümmert. Ich habe Anfang des Jahres oder irgendwann haben wir mal ein paar Äste geschnitten. Aber das war auch alles nicht so das Gelbe vom Ei bisher. Deswegen habe ich das komplett in Ruhe gelassen und ein bisschen dieses Jahr darauf verzichtet. Also bei mir sind wirklich nicht viele Äpfel. Aber guck mal, da hängt schon einer, der sieht richtig gut aus. Nee, der war nix. Dann haben wir hier noch einen. Das ist der Apfel Orange Corks. Super, super lecker. Und das Exemplar sieht auch echt verdammt lecker aus. Den nehme ich mit. Gut, ich habe gesagt, die schonungslose Wahrheit. Und es gibt noch ein paar schöne andere Pflänzchen. Ich zeige euch jetzt erstmal noch alles, was gut bei mir wächst, was ich ernten kann, was weiter wächst. Oder was so zu Ende findet, könnte man sagen. Hier sehe ich immer noch Mohn. Mangold richtig schön in seinen ganzen Farben, taucht er mittlerweile fast in dem Video von mir auf. Ich mag diesen Anblick, guckt euch das an, das ist doch so eine schöne Farbgebung. Sollte in jedem Garten sein, richtig schön. Auch hier die Kapuzinerkresse überall so richtig breit gemacht. Roten Basilikum konnte ich da noch rausfischen. Bei der Zwiebel hier, ne, könnt ihr mal verraten, ich bin mit den Zwiebeln durcheinander gekommen. Ist das eine Etagenzwiebel? Und kann ich die noch ernten oder bin ich schon drüber? Weil ich habe das Gefühl, ich könnte schon drüber sein. Aber allein die ganzen Blätter, ne, die taugen ja noch richtig was. Also da, die würde ich auf jeden Fall noch verarbeiten. Und lieber Klaus und liebe Dani, diese Gurken, die ich von euch habe, die sehen jetzt hier so übel aus, aber die schmecken mega geil. Gehört in jeden Garten. Habe ich auf jeden Fall schon Saatgut im Auge, was ich ernten möchte. Wie geht das? Hier ist dieses Exemplar, da haben wir jetzt ein bisschen länger gewartet, guckt euch das an. Das Ding werde ich demnächst mal hier rausholen und die Kerne raus, da habe ich lange genug gewartet. Die Zwiebeln hier überall drin, wow, die kommen ja richtig gut. Hier riecht das auch richtig zwiebelig und da unten, wow, guckt euch die Apparate an, da, wow, ich bin überrascht, die haben wir richtig nachgezogen. Das sehen, ey, das ist echt toll, die ist ja riesig hier. Man riecht das auch. Also und zwischen der ganzen, zwischen dem Teppich aus Kapuzinerkresse, habe ich auf jeden Fall, da ist alles voll Zwiebeln. Ihr kennt das aus meinen anderen Videos. Und daneben sind noch die ganzen Tomaten am Wegfaulen, da sind die Tiere noch dran. Aber auch hier gibt es noch kleine Frische. Guckt euch das an. Wie gesagt, ich habe da nachher nicht mehr ernten können, weil dicke Schale, wässrig schmecken, da habe ich keine Verwendung für gefunden. Und da das hier alles ein Naturkreislauf ist in meinem Garten, kommt es dem Garten auch wieder zugute. Und ich weine da jetzt auch keine Träne nach. In diesem Sinne, ich habe immer irgendwie abgegeben, was ich abgeben konnte, um es nicht wegzuwerfen oder vergammeln zu lassen. Das war so das Maximum dieses Jahr. So, hier haben wir auch noch eine. Die sieht jetzt so aus, fühlt sich aber auch ein bisschen zu viel Wasser vielleicht. Mal gucken. Auch dickere Haut, aber Geschmack ist noch drin. Wow. Hier ist noch so ein Exemplar. So viel zum Nicht-Tomaten-Naschen-Wollen, ne?
Wow, ich bin echt überrascht. Wow, lecker. Oh, ich sehe noch Sanvivas. Wow, guck mal. Da, die zieht noch nach. Aber hier haben wir dann wieder gelbe hängen. Wow, dass man noch Tomaten essen kann im Oktober, so toll. Ich bin echt überrascht, ich finde das gut. Ja, ansonsten gibt es jetzt hier gerade nicht mehr so viel zu zeigen. Ich könnte euch noch lauter Ecken, kleine Ecken zeigen, aber ich möchte das Video nicht übertreiben. Wo wir jetzt hinkommen, ist das Thema mit der Nachhaltigkeit. Plastik sparen. Bei mir geht es ja um den Nachhaltigkeitsgedanken in meiner Doku-Serie. Und heute gibt es eine Sache, die ich mit euch teile, vorhin schon angesprochen. Aus der Natur. Ich befinde mich jetzt im hinteren Teil meines Gartens, noch hinter meinem Wall, hinter der Chill-Ecke. Und bei mir wächst hier ohne Ende Efeu. Efeu kann für euch ein Segen sein, wenn das nachher was für euch ist. Efeu kennt letztendlich jeder von euch, aber es geht ja darum, was nehmt ihr vom Efeu, damit ihr selber Wäsche waschen könnt. Also die kleinen, jüngeren Blätter, hier seht ihr das von der Größe her, das hier alles gut. Die könnt ihr die abzupfen, ja, den Stiel braucht ihr nicht, ihr braucht die Blätter, ja. Und davon könnt ihr einiges zusammensammeln. Ich mache das jetzt nicht vor, ich erzähle das erstmal. Ich werde aber irgendwann mal separat nochmal die Waschmittelgeschichte aufgreifen, vielleicht sogar noch zeitnah. Ihr braucht dann einfach nur Efeu sammeln, nehmt euch ein Glas oder eine Flasche oder irgendwas mit einer großen Öffnung, da dann lauter zerrissene Blätter bis oben voll rein, Wasser hinterher, am besten ein bisschen kochend, ein bisschen heiß. Ich habe das aber mit kaltem Wasser gemacht, mit warm und mit heiß und das hat bei mir alles funktioniert. Das ist dann die eine Variante, da wartet ihr 4 bis 6 Stunden Minimum. Ansonsten mal über Nacht ist natürlich auch super gut. Das hat natürlich einen gewissen zeitlichen Vorlauf. Und wenn ihr natürlich ein größeres Behältnis nehmt, mehr Efeu reintut, dann habt ihr natürlich auch mehr Vorrat. Womit könnt ihr das Ganze ergänzen? Also Efeu alleine gibt nicht jetzt irgendwie den Duft ab, den ihr vielleicht euch für eure Wäsche wünscht. Da gibt es die Möglichkeit, dass ihr, bei uns ist das zum Beispiel im Biomarkt, da könnt ihr ätherische Öle kaufen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Und das ist konzentriertes Öl, was dann tröpfchenweise mit dazugegeben werden kann. In dem Fall würde ich 3 bis 5 Tropfen sagen. 5 ist aber echt schon viel. Ich für mich habe aber auch gerne mehr genommen, weil ich das mochte. Meine Variante habe ich mit Zitrone Bergamotte gemacht. Also ätherisches Öl, Zitrone Bergamotte. Das hat mir persönlich sehr gefallen. Übrigens, das menschliche Gehirn reagiert auf so Zitrusgerüche, indem es das interpretiert. Deswegen ist gerade so für Bad und so weiter immer so Zitrusduft und sowas dabei. Das suggeriert dem Gehirn, dass es da sauber ist. Ne? Also man kriegt so ein Sauberheitsgefühl, wenn man diesen Geruch hat in der Nase. So. Und deswegen Zitrone Bergamotte bei mir. Ich finde auch, die Wäsche hat immer super frisch gerochen und im Vergleich zu vorher, mir gefällt der Duft jetzt viel, viel besser, weil also bei den anderen Düften habe ich auch immer sehr, sehr sensibel reagiert. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, ich habe sehr sensible Sinne und deswegen, also die Variante jetzt ist für mich die dann die beste bei Efeu. Eins fehlte noch bei dem Efeu im Wasser. Das ist natürlich irgendwann, wenn es soweit ist, bevor ihr das benutzen wollt, kippt das um oder beziehungsweise wenn ihr es auf Vorrat machen wollt, könnt ihr es natürlich auch da schon machen. Durch ein Sieb durch, dass die Blätter raus sind, dass ihr nur noch die Flüssigkeit habt, weil die Blätter sollen natürlich nicht mit hier in die Waschmaschine oben ins Fach. Das wäre nicht ganz so sinnvoll. Dann gibt es noch eine Variante mit einer Socke oder einem Beutel. Da könnt ihr einen Beutel, Socke nehmen. Da macht ihr es auch, dass ihr das da reinstopft. Auch zerrissen, kaputt. Da kommt mehr von den Stoffen raus, was ihr letztendlich dafür braucht. Und diese Socke knotet ihr zu oder Beutel zurrt ihr zu, macht eine Schleife, Knoten, was weiß ich, was das letztendlich wird. Knoten ist nicht ganz so sinnvoll. Und das könnt ihr dann direkt in die Waschmaschine geben. Also das sind so Methoden, die ihr benutzen könnt, um eure Wäsche zu waschen. Ich habe einfach so, so viel Efeu bei mir hier in der Ecke. Das geht auf jeden Fall nicht aus. So, das soll es auch zum Waschmittel mit Efeu gewesen sein. Ich habe noch einen zweiten Waschmitteltipp, / vielleicht noch einen dritten, aber das steht eher zur Diskussion, da könnt ihr helfen. Nichtsdestotrotz, bevor ich jetzt aus meinem Garten abhaue und dahin laufe, wo es dann weitergeht mit uns, noch ein, zwei Highlights beziehungsweise ein paar Umsichten aus meinem Garten. Das letzte Stück und dann geht's los. Vergessen habe ich nämlich den Rosenkohl. Er wächst nämlich, hier seht ihr die Röschen, guckt euch das an, das kommt. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich werde hier auf jeden Fall mal Unkraut jäten und düngen, dass sie ein bisschen mehr kriegen, weil ich denke, ich schon über die Blattfarbe erkennen kann, dass dem ein bisschen was fehlt. Vielleicht ist es auch ein normaler Prozess. Wenn ihr mir da helfen wollt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ist ganz neu. Nadine, noch vielen Dank für diese Pflanzen. Ich bin jetzt echt glücklich, dass ich die habe. Eigentlich kein Rosenkohl-Fan.
Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, ein bisschen traumatisch könnte man fast sagen. Nein, so schlimm war es nicht. Aber nichtsdestotrotz hat mich das durchs Leben begleitet, dass das nicht mein Fall ist. Möchte es aber wieder probieren und es ist jetzt an der Zeit, auch wenn ich Sachen ablehne. Ich gucke immer, dass ich da nochmal wieder einen neuen Draht zu finde oder irgendwann später das probiere. Wir werden ja alle reifer, wir werden älter und Dinge ändern sich im Leben und Geschmäcker verändern sich und früher hat was so geschmeckt und heutzutage kann das vielleicht ein bisschen was anderes sein. Jetzt ist der Flieger mit drauf, da müssen wir durch. Hier haben wir ja noch das Tortenbeet. Da habe ich ja vorhin von den Sonnenblumen durch die Sonnenblumen einmal durchgefilmt und dann den Rückblick gegeben. Aber nichtsdestotrotz, einmal noch kurz den Fortschritt. Erbsen, Bohnen. Hier haben wir den China-Kohl Red Giant oder China-Salat. Überall Radieschen, die kommen auch, guck mal. Also da kann ich irgendwann nochmal mich dran erfreuen. Da sind dünne, aber dünne habe ich die Erfahrung gemacht, da kommt auch mal was. Hier ist eigentlich überall Feldsalat ausgesät. Hier kann man den auf jeden Fall sehen. Da auch. Aber für die Menge, die drin ist, kommt echt wenig. Keine Ahnung, was ich für den für Verhältnisse schaffen muss, dass das besser wächst. Hier haben wir irgendwas anders noch. Ich weiß es nicht. Möhrchen? Weiß nicht, ob da noch was kommt. Einfach rumprobiert, reingeschmissen. Habt das jetzt nicht mehr im Kopf. Das werdet ihr schon alles im Video erfahren haben, was ich euch am Anfang zwischengepackt habe. Hier haben wir den Flachs. Da soll ich nach wie vor nochmal Saatgut mir von nehmen. Aber hier ist so viel da, das ist überhaupt gar kein Problem. Modern, guck mal, die Lemon Queen ist doch noch gekommen. Honigbiene auch zu sehen. Wow, aber die Größe ist klein nach wie vor. Aber das macht überhaupt nichts, weil jetzt hat sie mich dafür nochmal überrascht. Ich finde das toll, richtig toll. Jetzt reicht das auch aus dem Garten. Ich werde mir jetzt meine Jacke schnappen, meinen Rucksack und wir sehen uns gleich am neuen Standort wieder. Es wird jetzt sein. So, ich bin jetzt angekommen, aber leider kann ich euch die großen Exemplare gar nicht zeigen. Aber ich habe ein kleines gefunden. Es geht um die Kastanie. Daraus könnt ihr Waschmittel machen und dafür gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Jetzt stehe ich schon unterm Kastanienbaum. Na, sehe ich noch irgendwo eine große. Hier scheint irgendwer frisch sammeln gewesen zu sein. Heute ist ja auch der deutschen Einheit somit frei und die Kids haben ihre Ferien begonnen. Jetzt hier gerade ein bisschen beobachtet. Egal, das ignorieren wir mal. Also die gute Kastanie hier hinter mir. Ja, jeder kennt eine Kastanie, also das muss ich euch nicht zeigen, wie ihr einen Kastanienbaum findet. Ich glaube, das müsste jeder hinkriegen. Oh, ich habe eine große gefunden. So, super. Oh, jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Lasst euch davon nicht stören. Das ignorieren wir mal. So, hier großes Exemplar. Daraus könnt ihr Waschmittel machen. Ähnliche Anleitung wie beim Efeu. Wenn ihr die frisch sammelt, könnt ihr das folgendermaßen machen. Erstmal packt euch einen großen Sack voll Kastanien, das habe ich auch gemacht, fertig. Dafür müssen die vorher getrocknet werden. Und das auf der Fensterbank verteilen, wie auch immer, gibt es ein paar Tipps. Guckt mal im Internet. Die dürfen auf keinen Fall schimmeln. Dann ist es vorbei und die schimmeln, wenn ihr die in der Tüte lasst oder im Sack oder wie auch immer. Wenn die zu dicht aufeinander liegen auch. Also verteilt die schön, lasst die trocknen eine Zeit lang. Das kriegt ihr schon mit, wenn die durchgetrocknet sind. Ja. Im durchgetrockneten Zustand ist es natürlich am schwierigsten klein zu kriegen, weil ihr müsst an das ran, was da drin ist. Und in diesem feuchten Zustand, jetzt kriege ich langsam einen langen Arm hier. Moment, ich tausche mal am besten. Ja, das ist angenehmer. Also so in so einem feuchten Zustand könnt ihr ein echt scharfes Messer nehmen, aber passt auf eure Finger auf, dass das Ding nicht wegrutscht. Ihr kennt das ja von anderem Gemüse. Passt auf beim Schneiden auf eure Finger bitte. Aber die könnt ihr klein schneiden und zerteilen. Dann nehmt ihr wieder ein Glas. Packt das da rein und könnt selber euer Waschmittel selber machen. Ich werde hier beobachtet. Ich bin noch an einer Stelle, wo ich sonst nicht filme. Ein bisschen ungewohnt. Hier kommen gleich noch Leute vorbei. Ah, Moment, ich muss auf Pause drücken. Die Unterbrechung war gut, somit ist mir noch was eingefallen. Und zwar, wenn ihr jetzt die trockenen Exemplare habt, gibt es auch Varianten, wie man das machen kann. Das kriegt man auch noch mit einem scharfen Messer hin. Ich mache es mittlerweile mit einem Nussknacker, dass ich die so ein bisschen zerbreche. Aber ich habe auch so einen komischen, kann ich euch nicht, also keinen normalen, also irgendwie zerquetschen, kaputt machen, zerbrechen und wenn ihr das irgendwie ein bisschen auseinander kriegt mit dem Messer und so, kriegt ihr drin das wertvolle Material raus, was ihr letztendlich braucht, damit ihr euer Waschmittel herstellen könnt. Das ist eine einfache Sache, wie beim Efeu, ab ins Glas, Wasser drüber auf 4 bis 6 Stunden warten, da gibt es verschiedene Werte im Internet, ich sage jetzt einfach 4 bis 6, seid ihr auf der sicheren Seite. Könnt ihr auch über Nacht machen, das ist dann noch mal intensiver. Ihr könnt wieder mit dem ätherischen Öl arbeiten. Jetzt überschlage ich mich ein bisschen. Ich beeile mich, weil ich, ich habe das Gefühl, ich mache das Video wieder zu lange, aber eigentlich ist alles gut. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu bremsen. Also, dann könnt ihr das Waschmittel, ja, jetzt wird es liegen bleiben, verloren.
Also, dann könnt ihr das Waschmittel dann benutzen. Natürlich wieder durch ein Sieb abfüllen. Macht gerne größere Mengen. Bewahrt das auf. Ich weiß nicht, wie lange das haltbar ist. Also nicht gleich alles verbraten und herstellen und irgendwo hinstellen, wenn ihr jetzt die Kastanien-Variante benutzt, sondern ihr könnt da peu à peu das machen. Ich habe immer noch Kastanien vom letzten Jahr oben auf dem Schrank stehen. Also das geht alles. Ich möchte aber nochmal zur Diskussion anregen, also Kommentarfunktion bitte nutzen. Euer Wissen ist gefragt, und zwar, es gibt noch Varianten so mit Apfelessig, denn Zitronenessigsäure, ich weiß nicht, was das war. Ich persönlich habe da so Bedenken wegen Weichmachern in Gummis, die in den Waschmaschinen verbaut sind, dass sie porös werden, nicht funktionieren und dann Wasser austritt. Das wäre natürlich nicht Sinn der Sache. Also wenn ihr da draußen Erfahrung habt, da ein bisschen mehr drüber wisst, ich wäre mega dankbar, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Meine eigenen Recherchen haben eher zur Verwirrung geführt. Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Eine bisschen verdrehte Folge, könnte man sagen, aber ich hoffe, ich habe noch mal einen roten Faden hingekriegt jetzt im Videoschnitt. Werde das dann alsbald online setzen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr so viel Geduld hattet, bis hierher zu kommen. War bestimmt wie ein längeres Video. Aber das macht ja nichts. Ich mache das immer mal so und frei Schnauze, so gut das geht. Halt das so kompakt es geht, was in meinen Kräften ist. Also vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars, ich bin raus. Hund suchen. Elli, ich hoffe, du bist wieder da bald.